Die deutsche Bundesumweltministerin fordert von Polen eine umfassende Aufklärung der Gewässerverunreinigung in der Oder, die zu einem massiven Fischsterben geführt hat. Am Samstag machte sich Steffi Lemke in Frankfurt-Oder selbst ein Bild der Lage. Vor allem Untersuchungsdaten seien die polnischen Behörden bisher schuldig geblieben, so Lemke. Das heißt, das, was auf Brandenburger Seite als Erstanalyse vorliegt, gibt es von der polnischen Seite bisher nicht. Ich plane gegenwärtig einen Termin morgen Abend in Stettin mit der polnischen Kollegin gemeinsam nochmal zu machen, hoffe dann, weitere Erkenntnisse dort zu haben und erwarte natürlich von der polnischen Seite eine vollständige Aufklärung und vollständige Transparenz darüber, was passiert ist, was zu dieser Katastrophe geführt hat. Sie wisse nicht, wann sich die Belastung der Oder so weit verdünnt habe, dass sie für Natur und Menschen nicht mehr gefährlich sei, sagte Lemke. Das Umweltministerium erklärte, es könne mehr als eine Ursache geben und verwies auf niedrige Wasserstände und hohe Temperaturen aufgrund der jüngsten Hitzewellen.